So, willkommen zu Commander Keen in Goodbye Galaxy. Das ist Commander Keen 4. Den ersten Teil habe ich ja schon mal gespielt. Let's Played. Und ich habe mir den zweiten und dritten Teil mal angesehen. Den habe ich in meiner Kindheit leider nie gespielt. Also die beiden Teile. Aber den vierten hier, den kenne ich wieder. Den zweiten und dritten werde ich vielleicht irgendwann auch mal spielen. Aber jetzt erstmal den vierten. Mal gucken, was man alles einstellen kann. Ist leider wieder alles Englisch. Musik. Ja, will ich behalten. Sound. Ich denke mal, ich kann hier alles lassen so. Und ich fange einfach mal an. Ich habe mir überlegt, ich versuche mal auf Hard. Und wenn ich da nicht weiterkomme, dann mache ich wieder auf normale Schwierigkeit. So, Keen enters Schattenland, glaube ich, war das. So, und wir haben sogar Musik. Zum ersten Mal in einem Keen-Spiel hat man Musik. Das war echt eine Revolution. Das war 1992. Ich bin wieder hier so ein kleiner Junge, wahrscheinlich immer noch 6 oder 7 Jahre alt. Der altert wohl nie. Und bin mit dem Raumschiff hier. Keen launched into seinem Raumschiff. Gut, hier bin ich. Ich springe mit Steuerung. Ich sehe voll cool aus. Und ich springe auch ganz anders als in den vorigen Commander Keen-Teilen. Ist alles sehr viel neuer. Ich habe immer noch. Das war die falsche Taste. Das war die falsche. So, das ist die richtige. So, jetzt warte ich. Ich glaube, der macht gleich was Witziges. Er guckt, ja? Schulterzuck. Ja, kommt noch was? Ah, er liest Buch. Ich wusste, dass da noch was passiert. Ich kenne das Spiel noch ein wenig, aber ich glaube, ich habe es nie durchgeschafft. So, mit Steuerung springe ich also. Dann habe ich mit Alt immer noch meinen Hüpfer aus dem ersten Teil noch. Und ich bin schon draußen. Gut, dann gehe ich schon mal in die erste Welt. Ich glaube, das ist alles eine. Nämlich ein ganzes Village. Und da muss ich durch. Das Witzige ist, ich gehe von rechts nach links. Und ich schieße mit Leertaste genau auf den. Aber ich treffe ihn nicht. Aber der macht mir eh nichts. Der kann mich gar nicht töten. Ich kann ihn aber nutzen. Und kann auf ihn, wenn er mal kommen würde und nicht so unberechenbar rumspringen würde. Der ist ganz witzig. Jetzt kann ich ihn nutzen und ihn steuern. Je nachdem, wo ich mich hinstelle. Die werden später noch sehr wichtig werden. Das gibt wahrscheinlich wieder Punkte. Ja gut, aber jetzt brauche ich ihn erstmal nicht. Die Schnecken sind gemein, die furzen da was raus. Oder scheißen, wie auch immer. Und das kann einen töten. Das ist nicht schön. Und es kann auch hinter diesem Stein irgendwas liegen von dieser Schnecke. Und das bringt einen dann um und dann hat man keine Ahnung, warum man tot ist. Das ist nicht schön. Das soll nicht passieren. Ah, schön mit diesen Bäumen im Hintergrund, wie sie aussehen, so ganz ruhig und Augenaufschläge. Ich kann sogar nach oben gucken. Und ich kann in die Häuser rein und hier irgendwelche Tränke holen. Das kennen die auch aus den vorangegangenen Commander Keen-Teilen. Denn die geben Punkte. Und schießen habe ich schon gezeigt, genau. Ich gehe einfach in jedes Haus rein. Ich werde wieder nicht alle möglichen Punkte versuchen. Was war das? Geil. Ich kann mich verbeugen. Ich kann wieder alle möglichen Sachen holen, aber das werde ich nicht tun. Ich werde einfach nur gucken, dass ich das Spiel durchschaffe. Boah, eine Riesenschnecke. Die wohnt hier wohl. Oder wird hier verehrt. Also eine heilige Schnecke. Das erinnert mich an was. Okay. Ich gucke mal oben links. Da seht ihr meine Punkte. 7000. 14 Schuss und 3 Leben, nehme ich an. Ich weiß auch nicht, ob da so ein Pac-Man abgebildet ist, aber das soll wohl die Leben sein. Und ich kletter, 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 kletter. Ah, ich bin da. Die Musik ist cool. Ich glaube, die habe ich früher nie gehört. Da habe ich gar keine Boxen gehabt. Beim alten DOS-Computer. Hilfe, ich gehe einfach durch raus. Der blaue ist nämlich sehr böse. Der kann mich umbringen. So, geschafft. Shadowlands. Und ich rede so viel. Ich kann gar nicht mehr. Ich bin mal kurz still. Was ist das? Was ist das? Irgendein Dings zum Anflammen wahrscheinlich. No. Diving. Oder soll es irgendwas anderes sein? Jetzt musst du in Englisch können, das ist immer so eine Sache. Ja gut, ich mache erstmal das hier unten. One moment, Keen plummets into the perilous pit. Wow, der ist böse, schießen. Ah, jetzt ist er tot. Sehr schön. Oh, ich glaube, hier bin ich nie weitergekommen. Also, ich denke mal, die Welt ist irgendwie für den Arsch. Für den Moment jedenfalls. Möglicherweise kriege ich irgendein Item später. Keine Ahnung. Im Moment weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, dann muss ich jetzt mich umbringen oder. Na. Ja. Oh!
Ach, es geht hier weiter, ich erinnere mich. Die guten alten Zeiten, die Erinnerung kommt zurück. Alles kommt zurück. Ich will keine Punkte so viel holen, habe ich gesagt. Das gibt auch noch Punkte. Aber ich glaube, dieses Blaue brauche ich. Kann das nicht sein? Ich bin mir nicht sicher. Wenn mal die scheiß Schnecke weggeht und du mich wieder nicht umbringst. Oh, den wollte ich gar nicht töten. So, sieht immer witzig aus, wie die so da liegen. Ich liebe dieses Spiel, echt. Ich erinnere mich zwar kaum noch, aber ich kriege ein sehr schönes Gefühl, wenn ich das nur sehe. Das erinnert echt an die guten alten Kindertage, als alles noch schön war. 92, da war ich 4 Jahre alt gerade mal. Also, ja, mit 4 habe ich angefangen mit PC-Spielen. Konsolenspiele kamen erst, als ich 12 war oder so. Das ist schon ein bisschen verkehrte Welt. Aber das war bei mir so. So, ich weiß nicht, gehe ich runter? Ich habe keine Ahnung mehr, was das alles ist. Die Viecher sind jedenfalls gefährlich. Aber die roten, die bringen Leben, keine Ahnung. Ich habe gerade Donkey Kong Country Returns gespielt, da bringen rote Ballons ein Leben. Aber hier? Ah, ich kann durch Wände gehen manchmal. Ich erinnere mich an alles. Wieso komme ich da nicht hoch? Ah, ich habe Punkte, irgendwelche. Mal gucken, ob ich mich noch an irgendwelche Geheimgänge erinnere. Ich glaube, ich komme da nicht so leicht hoch. Ich will es nochmal probieren. Okay, es klappt irgendwie nicht. Ich glaube, wenn ich hier irgendwie hochkomme, dann leider sehe ich nicht viel. Na gut, ich lasse es jetzt erstmal. Oh, ich weiß nicht, ob ich das brauche oder ob es nur Punkte gibt. Ich muss es einfach mal holen. Aber ich glaube, ich muss einfach nur das Level beenden und ich muss gar nichts einsammeln. In den vorangegangenen Commander Keen-Teilen gab es immer so Schlüsselkarten, mit denen ich die Türen öffnen konnte und die haben einem den Weg zum Ausgang versperrt. Mal gucken, ob sowas hier auch noch kommt. Und Tafel Schokolade muss natürlich immer geben. Seit dem zweiten Teil gibt es die. Im ersten Teil gab es noch Cola-Dosen und weiß nicht, was das noch war. Schon wieder zu lange her. Ich glaube schon über ein halbes Jahr, dass ich das gespielt habe, Let's Played habe. Ah, nee, Scheiße geht wieder weg nach einer Weile. Das ist schön. Da freue ich mich. Da muss man auch nicht mehr sauber machen später. Au. So, und irgendwo kann man auch diese Fahrstühle aktivieren, wahrscheinlich. Oh, ich bin blöd. Aber die Musik ist schön. Ist nur schade, dass die Steuerung immer noch nicht so toll ist. Also ich drücke nach rechts und es dauert erst, bis er auf dem Boden ist. Also es ist schon realistisch, aber es ist schwer. Nein, ich gehe immer noch links, weil ich denke, der rutscht doch ein bisschen. Ist irgendwie Mario-like. So. Jetzt geh. Okay, das macht doch viel Spaß. So, ganz ruhig. Dankeschön, Dankeschön. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich nicht zurückgegangen extra und dann war es wieder verkehrt. Egal, was man macht, ist es ein Fehler. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich spiele gerade auf Hard-Modus. Irgendwie verrückt von mir, aber da muss ich schon ein bisschen fordern. Okay, geschafft. Jetzt ist die Frage, wo lang? Hier geht es nicht in eine unsichtbare Wand. Verarschen? Verarschen? Scheiße. Und es ist auch schön realistisch. Nach oben geht es viel langsamer als nach unten. Jetzt ist nur die Frage. Ah, genau. Es kommt alles wieder, aber hier komme ich trotzdem nicht hoch. Jetzt ist die Frage, kann ich so weit springen? Ich will es lieber so machen. Und komme ich jetzt hier hoch? Echt? Oh, und. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das war nicht so gut. Egal, ich glaube, ich kann hier ein bisschen abkürzen. Wenn ich es schaffe. Jetzt verpisst du dich erstmal. Hoffentlich wacht ihr nicht irgendwann wieder auf, das muss ich dich ständig abschießen. So, das geht nämlich ein Stückchen schneller als da auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen lange dauern, das Spiel hier. Das ist auch ein bisschen neuer. Das geht nicht mehr so schnell von der Hand wie der erste Teil. Oh, und ich habe auch den zweiten mal kurz angespielt, aber der war, glaube ich, assi schwer. Und der wäre, glaube ich, auch ein bisschen länger schon geworden. Und so nimmt das alles seinen Lauf. Und wird alles länger und besser. Na, besser nicht immer. Aber wenn ich hier Donkey Kong Country Returns angucke, das ist schon ein würdiger Nachfolger zu den ersten drei Teilen. Gut. Den ich ja auch irgendwann mal Let's Playen will. Die ersten drei habe ich schon. Okay. Aber genug davon. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Lage, denn sie sieht nicht sehr rosig aus. Wenn das so weitergeht, werde ich hier irgendwann verhungern.
Das wäre doch sehr schade. Zumindest für mich. So, die Steuerung ist nicht leicht. Das kann ich euch versprechen. Ihr könnt es euch ja selbst runterladen. Es gibt es gratis für die DOS-Box. Einfach mal googeln. Und dann kann man sich das mal zu Genüge führen. Und für die Jüngeren unter euch, die können ja mal sehen, was da so gefordert wurde in den alten 90ern. Als Spiele noch Spiele waren und nicht einfach nur darum ging, Masse zu begeistern, sondern die Hardcore-Zocker. Okay. Ich weiß, es ist blöd, dass ich so lange an einer Stelle hänge, aber es ist einfach nicht leicht. Wow, und es gibt noch Grafikfehler irgendwie. Okay, ich will es jetzt aber schaffen. Nein! Leute, es ist schwer. So. So geht's nämlich auch. Das mache ich jetzt. Ich kann einfach durch die Blöcke durchhüpfen. Und das sollte dann ein bisschen schneller gehen. Wenn das Teil sich nicht bewegen würde, dann wäre das doch ein wenig angenehmer. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die bessere Entscheidung war, sich diesen Weg vorzunehmen. Aber auf jeden Fall... Oh Mann, ich bin schon drauf und dann fliege ich noch runter. Dann fliege ich noch runter. Also, ich hätte gedacht, dass ich eigentlich hier einfach hoch kann. Aber nein. Ah, danke. Obwohl, hier war ich ja schon mal und dann wollte ich da hoch und dann bin ich runtergerutscht. Der kommt nicht so hoch, oder? Ich denke eigentlich schon. Ach, das ist doch Kacke alles. Riesige Kacke. Wenn die geile Musik nicht wäre, die aber wahrscheinlich auch bald nerven wird, dann würde ich jetzt schon verzweifeln. Und das, obwohl das Projekt nicht mal 12 Minuten alt ist. So. Okay, es geht nicht. Das haben wir jetzt rausgefunden. Das heißt, wir müssen uns hier nochmal umsehen. Na toll, hier geht's weiter. Ah, jetzt, ich brauche diese Dinger also tatsächlich, diese Orakel, um die Türen zu öffnen. Also das haben sie nicht ausgelassen, nicht mehr rausgenommen aus dem Spiel. Da rechts, was ist das? Was ist das Süßes? Ein Maulwurf, keine Ahnung. Zu dieser Zeit waren die Designmöglichkeiten halt noch begrenzt. Und ich muss auf die 2 scheiß Bälle da unten achten, die muss ich gleich beide abschießen. Och du Scheiße. Scheiße! Habt ihr das gesehen? Ah, verpiss dich. War das nicht überscheiße von mir? Hab ich jetzt noch den? Ne, den muss ich neu holen. So ein Kacktreck, fuck you auch. Egal, das ist... Ne, hier ist der blaue. Den brauche ich aber natürlich auch. So, genau so wollte ich das vorhin machen. Jetzt weiß ich ja, wie es geht, also ich komme schneller voran jetzt. Oh! Scheiße! Ich habe nur noch ein Leben. Gut. Ah, verpiss dich. Ich hole mir noch ein bisschen Munition. Aber wenn das so weitergeht, dann bin ich gleich Game Over. Was bringt mir dieses Rot? 1000 Punkte, toll. So ein roter Lolli. Kaugummi, wer weiß. Jetzt bringe ich erstmal diese Fuck-Schnecke um. Normalerweise mag ich ja Schnecken, aber nicht, wenn sie mich anscheißen. Ah, toll, klar doch. Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Ja, ich werde gleich Game Over sein. Hoffentlich muss ich das erste Level nicht nochmal machen. Hui. Gibt es eigentlich Punkte? Nee, gibt es gar nicht. Was bringen mir diese Tropfen? Rein gar nichts. Die kommt mir einfach entgegen. Frisch. Jetzt scheiß mir nicht wieder auf den... Komm ich da jetzt so? Komm. Danke. Weg mit dir. Scheiße die ganze Gegend voll und denkt, kann hier einen auf dicken Macker machen. Das Gute an diesen alten Spielen ist ja meist, dass es keine Zeitbegrenzung gibt. Nur eine Lebensbegrenzung. Jetzt brauche ich noch den roten, das rote Orakel. Ja, wie heißt das Spiel noch? Irgendwas mit Orakel. Moment, ich kann hier gucken. Secret of the Oracle heißt das Spiel. Und hier unten war das rote. Genau. Bei dem gefährlichen Typen, der nämlich wirklich gefährlich ist, aber das hätte ich auch besser machen können, ich weiß. Ich glaube, ich habe ein Leben bekommen. Jedenfalls habe ich jetzt noch eins. Also ist das auch möglich. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Der wäre ich bald auf den Kopf gesprungen. Jetzt hole ich mir erst das Schwierige hier.
Den erschießen kann ich nämlich nicht. Schon, weil er so gut springt. Nee, ich kann nicht erschießen. Eins, zwei und tap. Der streckt mir einfach die Zunge raus, wie das Champignon. Champignon, keine Ahnung, was das ist. Also, ich weiß schon, was ein Champignon ist, aber ich weiß nicht, ob er einer ist. Genau so. Nämlich. Und das Recht ist ein Secret, das ich wohl nie rausfinden werde. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Aber ich werde es jedenfalls... weg damit. Nicht erforschen jetzt. Ich will dieses Level schaffen. Zumindest für das erste Video. Damit ich irgendwas geschafft habe. Ja, okay, das wäre das zweite Level schon. Aber das erste ist ja eigentlich eh nur immer testen. Und nicht wirklich herausfordernd. Und ich muss zugeben, die Musik nervt langsam ein bisschen. Vielleicht habe ich die früher absichtlich abgestellt. Aber immer noch besser als keine. Und weg. Auf diese Schaufel muss ich achten und dann drüber springen. Vielleicht kann ich mich festhalten, dann kann ich die blauen erstmal ignorieren. Und tap. Da. Dankeschön. Oh. Nicht nett. Was ist das? Ein Fahrstuhl. Ach, der aktiviert einen Fahrstuhl. Ich weiß es genau. Irgendwo oben ein Fahrstuhl. Aber jetzt muss ich. Scheiße. Na gut. Das sind doch zwei gewesen. Die verstecken sich ineinander. Du Scheiße. Boah, ich hab mich schon tot gesehen. Weg hier, weg hier, weg hier. Boah, meine Nerven. Was ein Nervenkitzel. Okay, welcher Fahrstuhl ist jetzt an? Der wahrscheinlich. Ja, das ist er. Ich erinnere mich. Der ist stehen. Der hat vorhin gestanden. So. Wo geht's hin? Auf die andere Seite der Schlucht. Endlich komme ich hier mal weiter. Scheiße, scheiße, scheiße. Hier wollte. Ich schreck mich doch. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Leute. Juhu. Eins, zwei und tap. Perfekt. Was zur. Wieso habe ich das überlebt? Ich erinnere mich an die sind irgendwie geil gewesen. Ich weiß aber nicht mehr, was die bringen. Oh, thank you so much for receiving me. I'll return to the Oracle Chamber im Interbüdle. Also irgendein Weiser, der beim Orakel ist, angestellt ist und den habe ich gerettet. No, Süße. Oh Gott, you know. ja, Englisch. Ihr wisst schon, was da steht. Komm weiter. Daumen hoch. Keen entered the Shadowlands. What, schon wieder? Kann ich jetzt eigentlich schwimmen? I can't swim. Aber ich glaube, das lernt er irgendwann. Der kriegt irgendwo die Flossen wahrscheinlich. Das ist so genial gemacht worden in Commander Keen 4. Schon ein richtiger Meilenstein nach den ersten drei Teilen. Keen slips into Slug Village. Oh, immer diese blauen, die mag ich nicht. Ich spiele auf Hard Mode, also das muss ich schon ein bisschen fordern. Da darf ich mich nicht dauernd beschweren. So, weg mit dir. Haha, voll runtergestürzt. die kommt. Die will wohl ihre Schwester rächen. Aber das habe ich nicht zugelassen. So, und tap. Und tschüss. Ich sollte vielleicht ein bisschen sparsamer umgehen, aber ich habe noch 27 Schuss, das sollte auch reichen. Nur diese Tropfen bringen doch rein. Scheiße, Spinnen aus der Decke. Da gehe ich doch lieber unten lang. Ich glaube, da bin ich sicherer. Ich habe wieder keine Ahnung, wo ich lang muss, weil es wieder drei Wege gibt. Ah, hier musste ich also bestimmt lang... Nee, doch nicht. Oh, cool. Cool, cool, cool. Aber ich habe irgendwoher wieder ein Leben bekommen. Nach irgendwelcher Anzahl an Punkten. Vielleicht auch durch diese Tropfen irgendwann. Kriegt man wohl... Oh, sie dreht um. Kriegt man wohl ein Leben. Und der Baum hinten hat den anderen eben einen Kuss geben wollen. Habe ich jetzt wieder. Ach du Scheiße. Oh, Tipp. Du bist cool. Du siehst gut aus. Oh, shit. Gut. Oh, er kann... Geil, das ist so geil. Das konnte Banjo nur in Banjo-Tooie erst, nicht Banjo-Kazooie schon. Wo bin ich? Diese Secrets, die sind sehr unsichtbar. Aber vielleicht kriege ich jetzt wieder das Leben, das ich brauche, damit ich nicht Game Over gehe. Noch nicht. Irgendwo nach links. Irgendwo muss es nach links gehen. Das komme ich hier nicht mehr weg. Hä?
Ich will hier raus. Dann gucke ich mal nach rechts. Ich bin etwas. Ah, irgendwie. Dankeschön. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr raus. Oh, Hilfe. Er kommt einfach darüber. Er kommt. Und jetzt guckt er blöd. Oh, das war knapp. Was war da? Ah, Schokolade. Will ich eigentlich? Ich krieg immer so viel Hunger, wenn ich dieses Spiel spiele. Oh, ich hab. Wenn jetzt unten irgendwas Gefährliches ist. Ah, was? Ich kann es nicht mal erschießen. Ich erinnere mich. Ich glaube, die werden riesig, wenn sie. Wenn sie ihren Kopf rausstrecken, dann werden sie riesig. Ich wollte es eigentlich mal zeigen, aber. Ich will es nicht riskieren zu sterben. Die werden riesig. Und hepp. Seht ihr es? Ich hab's doch gewusst. Und das nach mindestens 15 Jahren nicht mehr spielen. Ach du Scheiße. Hä? Wo bin ich jetzt? War ich ja schon mal? Ja, ich glaube schon. Da bin ich dann gestorben im Feuer. Das ist so riesig, die Welt. Das ist echt krass. Ich würde gerne mal wissen, wie viel das Spiel gekostet hat früher. Ich hab's ja nicht bezahlt. Da war ich erst 5 Jahre oder so. Ja, wie soll ich denn da durchkommen? Wie soll das denn gehen? Keine Ahnung, und das war's auch schon. Toll. Ich muss neu anfangen. Scheint so. Oder? Ich hätte ja speichern können. Weil es ist ja Fußpilz, da ist eine Fußpilz. Die waren aber schon, ich hab's nicht gemacht. Gut, ich muss neu anfangen und dann speichere ich nach dem ersten Level. Dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich.